Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Und heute schauen wir uns die Spieler-SBC von Clément Longley an. Er hat eine Summer Heat SBC erhalten, also eine Spielerkarte in der Summer Heat Edition, also zu Deutsch Sommerhitze. Und wir schauen uns den Spieler an und gehen dann gemeinsam in die Lösung. Ja, momentan kostet er so kurz nach Release circa 440 bis 470.000 Coins. Das kann natürlich je nach Marktgegebenheit oder Konsole immer ein bisschen schwanken. Und da sie unbegrenzt bzw. ohne Ablaufdatum machbar ist, habt ihr da auch auf jeden Fall genug Zeit, sie zu erledigen. Und wir schauen uns den Spieler erstmal im Detail an. Spezialbewegung 2 Sterne, schwacher Fuß 4 Sterne, was für einen Innenverteidiger ja ziemlich gut ist. Arbeitsraten hoch, mittel. Was erzähle ich da? Mittelhoch, genau so ist es. Und starker Fuß links, das hat man auch ganz gerne gesehen mal in der Verteidigung. Und der Franzose ist natürlich gut linkbar. Er spielt in der La Liga bei Barcelona, also ist dort grüne links eigentlich schon vorprogrammiert. Ja, Ausdauer 87, bringt auch ein bisschen Beweglichkeit und Balance mit, was eigentlich für einen Innenverteidiger jetzt unbedingt nicht vonnöten ist oder nicht die Meta, aber das nimmt man gerne mit. Also auf jeden Fall, je mehr umso besser. Und auch das Tempo ist hervorragend. Was könnte man ihm noch geben? Man tendiert da eher zum Anker oder zum Shadow, aber vermutlich ist hier der Anker die richtige Wahl. Und Power-Kopfball hat er auch noch. Gut, das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Schauen wir uns jetzt mal die SBCs an. Dort haben wir auf jeden Fall einige zur Wahl. Ich schaue mal gerade, was die Packs an Wert zurückbringen. Wir haben hier einmal das Team Barcelona. Das hat ein Jumbo Premium Gold Pack. Das hat ungefähr einen Wert von 15.000 Coins. Frankreich, das ist gut. Das ist nicht der Rede wert. Dann haben wir noch ein seltenes gemischtes Spielerset, auch nicht der Rede wert. Aber wir haben hier noch im 86er Gesamtteam ein Premium Goldspieler Pack. Das hat immerhin einen Wert von 25.000 Coins. Und dann haben wir unten noch ein gemischter Kader. Ja, das ist natürlich easy abzuschließen. Aber wir fangen hier mal mit Barcelona an. Und die Bedingungen sind wie folgt: Wir brauchen natürlich einen Spieler von Barcelona, eine Teamgesamtbewertung von 82, eine Teamchemie von 80. Und Anzahl der Spieler, das ist klar, da benötigen wir 11. Ja, und wie ihr es von mir gewohnt seid, gehe ich ja immer stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt ersnipen. Wie gesagt, ihr habt dafür kein Ablaufdatum. Ihr könnt die SBC bis zum Ende von FIFA 20 absolvieren. Also das Ganze könnt ihr euch auf jeden Fall ein bisschen Zeit lassen. Und ja, ihr könnt das Team 1:1 nachkaufen, also komplett ohne Kopfschmerzen. Ihr benötigt dafür keine extra Loyalität und auch keinen Positionswechsel. Na gut, dann legen wir mal los. Let's go. Damit hätten wir die erste SBC abgeschlossen. Die zweite folgt zugleich mit Frankreich. Dort benötigen wir natürlich einen Franzosen, eine Teamgesamtbewertung von 84, eine Teamchemie von 75 und natürlich auch hier wieder 11 Spieler. Dann gehen wir ja auch hier nochmal fix durch. Let's go. Und damit haben wir die SBC abgeschlossen. La Liga ist jetzt dran. Natürlich benötigen wir da einen Spieler aus der ersten spanischen Liga. Eine Teamgesamtbewertung von 86, eine Teamchemie von 70 und auch hier wieder 11 Spieler. Let's go. Und dann haben wir noch das teuerste Team, das 86er Gesamtteam.
ja, dort haben wir, benötigen wir natürlich eine Teamgesamtbewertung von 86, Teamchemie von 65 und auch hier 11 Spieler. Dann ein letztes Mal, let's go. Und damit hätten wir die SBCs abgeschlossen. Eine haben wir noch. Ist natürlich nicht der Rede wert. Hier können wir den Assistenten einfach benutzen. Nehmt euch hier Qualität Bronze. Und dann baut das mal in die Mannschaft mit ein. Ja, je nachdem, wie viele Bronzespieler ihr noch im Team habt, könnt ihr natürlich hier die Spieler euch nach und nach einsortieren. Und die ganze SBC abschließen. Und hier tauschen wir den Heidenheim-Spieler aus und bringen das Ganze mal weg und bekommen wir natürlich hier noch ein kleines Pack. Das öffnen wir auch nochmal jetzt direkt im Anschluss. Ist natürlich nichts. Und den Soundbug nehmen wir natürlich noch gleich mit. Und ja, das soll es erstmal gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich konnte euch mit der Lösung verhelfen. Wenn ich euch, ja, oder wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und falls ihr es auch noch nicht getan habt, dann könnt ihr auch gerne kostenlos meinen Kanal abonnieren. Einfach auf den Abonnieren-Button drücken oder den unten den angezeigten Link in der Videobeschreibung folgen. Ja, ansonsten habt noch einen schönen Tag und in diesem Sinne reingehauen, wieder schauen. Peace!